Moin Kugelfreunde, hier ist Scrabby Scraper. Nachdem ich mich für das Builder-Event beworben habe, wurde ich schließlich auch angenommen und vorletztes Wochenende habe ich eine riesige Bahn gebaut. Und das bei diesem diesjährigen Builder-Event am fortgeschrittenen Tisch. Das diesjährige Builder-Event fand in einer alten Autowerkstatt in Stuttgart statt. An den Wänden sowie an den Tischen begegnete mich dann eine riesige Auswahl an verschiedenen Gravity-Tracks-Teilen, wie zum Beispiel Prosäulen, Schienen, Kurvensteine, Kreuzungen und diverse Erweiterungen wie die Kaskade, aber auch den Releaser. Zudem wurde auch dieses riesige Gravitrack Star Wars Set ausgestellt, welches ich mir natürlich angeschaut habe und direkt gefilmt habe, bevor ich es mir überhaupt holen konnte. So etwa von 10 bis 18 Uhr haben wir dann ca. 8 Stunden Bauzeit gehabt. Währenddessen habe ich dann 2 Stunden lang den Eiffelturm gebaut, kurze Esspause gemacht und danach ging es wieder ans Weiterbauen und ans Testen der gesamten Bahn und Verbinden der verschiedenen Streckenverläufe. So um 18 Uhr etwa begann dann auch der erste Weltrekordversuch, der dann auch direkt geklappt hat, aber das werdet ihr ja jetzt hier sehen. Starting the attempt? Who's going to start at you? Okay. All right. You may begin in 3, 2, 1, go. Ach nee, das war jetzt 100 Stück. Das ist immer später denn Our Track. Na, ist er Engel? Ja, hat eine Notrack. Ist er Engel? Amtsbefehl. Insgesamt hat mir das diesjährige Builder-Event sehr gut gefallen. Es war auch das erste Builder-Event, bei dem ich überhaupt war. Ich war sehr überrascht von der großen Anzahl an Gravitrax-Teilen, die uns zur Verfügung standen. Aber ich habe natürlich auch neue Leute kennengelernt und neue Kontakte geknüpft. Und ja, ich würde gerne sowas nochmal wiederholen. Dann würde ich mich bestimmt nochmal bewerben. Und danke nochmal an das Gravitrax-Team, das überhaupt dieses Builder-Event möglich gemacht hat, sowie auch Lisa.
Und danke an dich, Finn, dass du mir die Drohnenaufnahmen geschickt hast.